Paldeas Schicksale ist die aktuellste Pokémon-Sammelkartenerweiterung und sehr beliebt bei euch. Also euer Feedback dazu ist ja bis jetzt wirklich sehr, sehr positiv. Viele von euch haben schon tolle Hits gelandet, aber es gibt auch den einen oder anderen, der sagt, naja, also ich bleib lieber mal bei 151. Und meine Wenigkeit hat sich jetzt mal wieder die Zeit genommen, um drauf zu schauen, okay, die Erweiterung ist jetzt seit fast 2 Wochen draußen. Da lohnt es sich jetzt auch mal einen kleinen Blick auf die Preise zu wagen. Natürlich gilt hier an dieser Stelle, wie auch schon bei allen anderen Top 10 Videos, ich schaue auf deutsche Preise von deutschen Händlern auf Card Market. Das sind dann meistens wirklich die niedrigsten Preise, die man so kriegen kann. Das heißt, der Wert der Karten kann immer noch ein bisschen höher liegen. Aber natürlich ist die Erweiterung erst seit kurzem draußen. Das heißt, im Laufe der Monate können Preise auch immer wieder fallen. Manche gehen auch noch ein bisschen nach oben. Ich bin sehr gespannt, wie diese Top 10 hier bei euch auch ankommt und was eure Favoriten sind. Also ich habe meinen ja schon. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Like verpassen könntet und auch ein Abonnement, denn die 9000 Abos rufen so allmählich, wenn ich das Video hier aufnehme. Also das wäre doch ein absoluter Traum. Jetzt gehen wir aber auch direkt rein, ihr Lieben, und zwar mit Platz Nummer 10. Miraidon EX als Goldkarte. Oh, das ist ein spannender 10. Platz hier, ihr Lieben, denn ihr seht schon, die Goldkarten in Paldeas Schicksale, die sind ein kleines bisschen anders tatsächlich, als wir sie vorher schon mal irgendwie gesehen hatten. Die haben ein bisschen Blauton, ja? Der kommt bei einigen nicht ganz so gut an, aber ich sag euch mal, wie es ist, ihr Freunde der Sonne. Die sind wirklich nicht schlecht. Also mir gefallen die vor allem in der Hand. Also jetzt hier so ein Bild davon zu sehen, das macht vielleicht gar nicht so ganz viel. Aber ich sag euch, in echt haben die einen sehr schönen Schimmereffekt. Das gefällt mir sehr gut. Miraidon EX Gold ist bei 19 Euro aktuell angesiedelt. Das ist ein solider Start. Das haben wir bei anderen Erweiterungen auch schon ein bisschen höher gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Goldkarten noch ein bisschen nach unten klettern. Aber Miraidon ist sehr, sehr spielstark und deswegen sicherlich preislich noch ein bisschen höher angesetzt. Und genau das zählt auch für Platz Nummer 9. Baojian EX als Goldkarte. Denn das ist eigentlich genau das gleiche wie Miraidon EX, ja, es ist eine Secret Rare, sehr, sehr selten also zu ziehen, aber auch spielstark. Das Baojian EX Deck habe ich euch hier auf meinem Kanal schon vorgestellt und erfreut sich auch auf offiziellen Turnieren größter Beliebtheit. Um die 20 Euro kostet aktuell das gute Stück. Wie gesagt, in den Händen, wenn man es real sehen darf, da machen die Karten, finde ich, doch ein bisschen was her. Kann aber auch nachvollziehen, dass der ein oder andere sagt, nee, nee, ich will meine alten Goldkarten wieder und dann vielleicht da ein Shiny drauf. Aber hey, wir haben mal was Neues gekriegt und die Pokémon Company wird sich schon überlegen, ob sie das nochmal genauso machen. Platz Nummer 8. Shiny Raichu. Und da sind wir schon mit unserem allerersten Shiny-Pokémon. Viele benennen ja diese Art von Karte als Baby-Shinies. Das heißt, das sind keine Full-Arts, das sind keine Special Illustration Rares oder sowas, sondern das sind einfach die ganz klassischen Karten, aber eben mit dem jeweiligen Shiny-Pokémon drauf. Raichu ist ein Klassiker, die Weiterentwicklung von Pikachu. Sieht auch wirklich, wirklich schön aus und die ganzen Sparkles passen ja auch zu einem Elektro-Pokémon. 23 Euro kostet Raichu aktuell. Ja, ist süß, macht man nichts falsch mit und man freut sich, wenn man die Karte ziehen darf. Platz Nummer 7, Shiny Glumanda. Glumanda, Mensch, das ist ja eine Überraschung. Ja, wir wissen ja schon, dass dieses Set einige krasse Karten auf Lager hat und die werden wir auch noch hier sehen. Glumanda darf entsprechend als Baby-Shiny, wenn man es so benennen möchte, nicht fehlen. Das ist ein bisschen teurer vielleicht als Raichu, auch so um die 23, 24 Euro, ja. Ich habe es trotzdem ein bisschen höher angesiedelt, weil die Preisentwicklung bei Glumanda doch ein bisschen höher ausfällt als bei Raichu. Kann mir aber auch vorstellen, dass wir uns hier dann noch in ein paar Wochen so bei, naja, 15 bis 20 Euro bewegen werden. Es kommen einige Sets raus, müssen wir mal auf die Pull-Rates noch abwarten, ob da viele Leute diese Karten ziehen, aber nichtsdestotrotz wird auch Glumanda mit zu den beliebtesten Shiny-Pokémon in der Zukunft gehören. Platz Nummer 6. Cosima als Special Illustration Rare. Eine meiner Lieblingskarten aus dem Set. Cosima mochte ich als Charakter in den Spielen sehr. Hier bekommt sie auch endlich mal ein sehr, sehr cooles Artwork. Die Special Illustration Rare aus dem Basisset,
Die hat auf jeden Fall stilistisch was, aber in dieser Form hier, da kommt sie aus meiner Sicht nochmal richtig zur Geltung. Die Idee mit dem Pokéball ist sehr nice, darauf werde ich später nochmal ein bisschen eingehen, wenn wir auch über die Notable Mentions sprechen und über die Pull Rates generell. Aber natürlich hat diese Kultima-Karte noch einen anderen großen Vorteil, nämlich das Nachtara, und das ruft natürlich die Evolution-Sammler auf den Plan. 24 Euro, da geht's los aktuell für Cosima, wird aber recht häufig, wie ich bemerkt habe, auch schon gezogen. Mal gucken, ob sich der Preis noch ein kleines bisschen nach unten korrigiert. Ich würde mich freuen und viele andere, die Einzelkarten kaufen, sicherlich auch. Aber in jedem Falle ein echter Hingucker hier und damit ein recht solider Platz hier im Ranking. Platz Nummer 5. Shiny Pikachu. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich denn sagen? Das ist Pikachu. Das ist das Maskottchen von Pokémon schlechthin. Jetzt rutsche ich schon wieder in meinen Horst Lichter rein. Ja, es ist Pikachu. Das ist, glaube ich, alles, was man dazu sagen muss. Guckt es euch doch an. Es ist doch bildschön, oder? Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ist schon im japanischen Set Shiny Treasures sehr begehrt gewesen. Zählt auch dort mit zu den wertvollsten Karten. 35 Euro kostet diese Shiny Pikachu-Karte Minimum. Und das, obwohl man ja ganz klar sagen muss, es ist keine andere Seltenheit als zum Beispiel das Shiny Raichu oder Glumanda oder irgendein anderes Shiny, aber es ist Pikachu und die Leute, wenn sie ein Shiny ziehen wollen, wollen Pikachu ziehen. Deswegen hier der Platz 5 mit 35 Euro. Aber es ist irgendwie cool, dass auch die Baby-Shinies so hohe Preise erzielen können. Platz Nummer 4. Enigmara als Special Illustration Rare. Es ist ganz schön krass, dass wir schon wieder eine Enigmara Alt Art bekommen, eine Special Illustration Rare. Die hatten wir nämlich schon tatsächlich mit ihren Eisbechern, glaube ich, war es. Damals schon eine sehr teure Karte, ist jetzt im Preis ein bisschen gefallen. Hier bei dieser anderer Stil, sieht ein bisschen künstlerischer, glaube ich, aus. Sagt den einen zu, dem anderen weniger. Diese eine Linie da erinnert immer so ein bisschen an eine Printline. Damit komme ich noch nicht so ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ist sie beliebt. Sie ist vor allem auch sehr spielstark und damit natürlich auch von Wert für die TCG-Spieler. Und deswegen 37 Euro für Enigmara. Das ist okay. Also es ist jetzt nicht so, als wären es 100 oder 80 Euro. Ich denke, das ist noch in Ordnung und ich bin sehr gespannt, hier die Preisentwicklung zu sehen von Enigmara. Aber 37 Euro, Entschuldigung, für Platz 4, das ist doch nicht übel. Aber es geht noch viel besser mit Platz Nummer 3, Gardevoir EX als Shiny Special Illustration Rare. Boah, was ein Banger. Eine der wohl schönsten und begehrtesten Karten aus diesem Set aus Paldeas Schicksale. Gardevoir ja auch spielstark, ja, hatte bereits eine Alt Art bekommen, eine ganze Entwicklungsreihe mit besonderen Illustrationen. Und jetzt taucht Gardevoir nochmal mit dieser Shiny-Variante auf und das Bild ist einfach ein absoluter Traum. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also das ist wirklich eine der absoluten Spitzenkarten, die ihr in diesem Set ziehen könnt. Und es macht sich auch im Preis bemerkbar. 80 Euro kostet das gute Stück aktuell noch mindestens, wohlgemerkt, in einem Near-Mint-Zustand auf Deutsch. Puh, da müssen manche schon lange für stricken, aber die Karte ist ein Banger. Sie ist wirklich ein Banger. Spielstark, top sieht sie aus und noch eine Shiny-Variante. Das Komplettpaket. Aber es geht noch besser mit Platz Nummer 2. Mew EX als Special Illustration Rare in Shiny. Meine absolute Traumkarte aus diesem Set. Ach, es ist einfach schön. Es ist einfach ein absoluter Banger. Die Karte hat alles. Sie hat Mew, ein wunderschönes, knuffiges, süßes Pokémon, was sich größter Beliebtheit erfreut. Es ist Shiny Blau, was auch immer aus meiner Sicht eine Top Farbwahl ist für Shiny-Pokémon und die macht sich hier besonders gut. Sie ist spielstark, sie kann in sehr, sehr vielen Decks aktuell eingesetzt werden und das ist das richtig Besondere daran, der Illustrator, der Künstler hinter diesem Werk. Das ist nämlich, oh Gott, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Uskmen? U-S-G-M-E-N. Kennt man von Instagram. Oder ich zumindest kannte die ganzen Werke über Instagram. Und das ist die erste Karte. Wurde offenbar kontaktiert, der Künstler von der Pokémon Company, und gesagt, ey, wir brauchen eine Karte. Mew, let's go. Und dieser Stil, den man von Social Media kennt, der findet sich hier in dieser Karte wieder. Und ich bin
der großen Hoffnung erlegen, dass wir noch ganz, ganz viel davon sehen werden, von diesem Stil. Es sieht einfach wahnsinnig süß aus. Kann man nicht sagen. Es ist wirklich eine traumhafte Karte. 120 Euro kostet sie aber. Oh Gott. Und sie wird definitiv auch in Zukunft eine der wertvollsten Karten aus diesem Set bleiben. Und sie könnte sogar die schönste Karte aus diesem Jahr werden. Sie ist auf jeden Fall jetzt, obwohl es gerade Anfang 2024 ist, ein ganz heißer Anwärter. Top-Karte. Da machst du nichts. Das ist ein Traum. Aber preislich geht's noch weiter nach oben mit Nummer 1. Glurak EX als Special Illustration Rare. Boah, ja, Mensch. Wer hätte es gedacht? Mal wieder Glurak. Karmesin und Purpur, 9. Generation, aber ein ums andere Mal taucht Glurak in den Rankings auf. Was willst du sagen, ne? Das ist ja eine Anlehnung an Obsidian Flammen. Da hatten wir ja schon eine sehr ähnliche Alt-Art-Fassung, eine ähnliche Special Illustration Rare. Sie war damals im Ranking auch auf Platz 1. Wer hätte es gedacht, Glurak bleibt nun mal eines der beliebtesten Pokémon überhaupt, auch wenn viele mittlerweile sagen, ich bin dem Ganzen ein bisschen überdrüssig. Hier sind wir nun aber trotzdem. Ich meine, es ist trotzdem ein länger Artwork, ne? Das sieht schon klasse aus, gar keine Frage. Terrakristallisiert, Typ Unlicht, Shiny-Form von Glurak sieht sowieso cool aus mit dem Schwarz. Das hat natürlich was, es hat einen Reiz, aber der Preis ist heiß. 150 Euro. Was ein Kracher. Also das ist meine Ansage. Ich bin aber überzeugt davon, aufgrund der guten Pull-Rate, über die wir jetzt noch reden werden, dass dieses Glurak auch noch preislich ein bisschen nach unten gehen wird. Nichtsdestotrotz, es thront mal wieder oben, sogar noch über dem Mew. Würde ich jetzt ja nicht so sehen, aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Abschluss. Platz 1, Glurak, bang, um, finito. Ja gut, ihr Lieben, das ist also die Top 10 aktuell. Wird sich bestimmt noch hier und da ein bisschen wandeln. Ihr könnt gerne mal eure Lieblingskarten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich mal sehr interessieren. Wie gesagt, für mich ist es definitiv Mew ganz, ganz oben mit dabei. Ich bin aber auch großer Fan zum Beispiel von Trainerkarten, den Trainer-Supporter-Karten. Das sind schon jetzt die Notable Mentions. Es gibt nämlich nicht nur Cosima, die haben wir ja schon besprochen, sondern auch Nemila und Pepper. Nemila ist ganz neu dabei. Die gab es vorher noch gar nicht, obwohl es eigentlich so die Hauptfigur neben dem Protagonisten ist in den Spielen, ja. Das ist eure Begleiterin, eure Rivalin, euer Supporter, alles in einem. Sie bekommt eine schöne Full Art hier und auch eine schöne Special Illustration Rare. Pepper ist auch wieder mit am Start. Der ist ja sehr spielstark, deswegen wird das sicherlich für viele interessant sein. Gefällt mir auch unfassbar gut, seine Karte. Aber diese Set hat eine ganze Reihe an Shinies. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Jeder kann ja sein Lieblings-Pokémon ziehen. Ob das ein Relaxo ist, ob das auch mal ein Mankey ist, da gibt es so viel Verschiedenes und vom Wert her muss ich sagen, das ist relativ stabil. Also gerade mal so ein Relaxo, das kratzt auch schon so zwischen 15 und 20 Euro ran. Das ist nicht schlecht. Was aber auch noch definitiv mal Erwähnung finden sollte, ist eine andere Special Illustration Rare von den Unterstützerkarten, nämlich Leval, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Der hat nämlich so eine Where is Waldo, ja, wo ist Waldo Karte abbekommen, so ein kleines Wimmelbild und diese Idee finde ich traumhaft. Die ist auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube 16 Euro kostet die momentan. Momentan mindestens. Das ist voll fein. Vielleicht geht es sogar noch ein bisschen nach unten. Sieht aber fantastisch aus. Fantastisch sehen auch die Pull-Rates aus, denn natürlich haben auch Limitless und Digital Q wieder ein paar hunderte Booster ausgepackt. Natürlich, das ist jetzt kein riesiger Maßstab, aber es gibt einen ganz guten Einblick. Die Zahlen, die sehen gut aus, die sprechen für sich, aber natürlich auch das Feedback aus der Community. Ich höre mich ja immer so ein bisschen überall mal um und auch ihr in den Kommentaren habt gesagt, jo, das passt. Der eine oder andere sagt, meine Top-Trainer-Box war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Das kann ich verstehen, dass das frustriert, aber insgesamt scheint der Tenor doch sehr positiv auszufallen. Ich kann die Erweiterung in jedem Falle jedem auch Neueinsteiger empfehlen, guten Gewissens. Jetzt würde mich aber interessieren, was sagt ihr zu Paldeas Schicksale? Denkt ihr, da sind doch mal ein paar Top-Karten wieder mit dabei? Der ein oder andere, der wünscht sich ja sowas. Und auf welche Karten habt ihr am meisten Bock? Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst wieder ein bisschen was auspacken und ich meine Mew-Karte ziehen kann. Drücke euch natürlich auch alle Daumen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGrivy von GigaLabastia. Ciao, ciao.